Rinder und Schweine in naturnaher Haltung. Das ist das Markenzeichen des Biohof Harbich im niederösterreichischen Aderklar. Vinzenz Harbich ist Biobauer aus Leidenschaft. Er und seine Familie kümmern sich um ungefähr 60 Schweine und 230 Rinder. Vom Frühjahr bis spät in den Herbst dürfen die Kühe des Biohof Harbich in einem Naturreservat grasen. Wir versuchen der Natur möglichst nahe zu kommen. Man sieht da eben, dass sie sich frei bewegen können. Auch jetzt, gerade im Herbst, können sie das Laub zum Beispiel fressen, was für die Bäume alle fällt. Oder ja, sie haben eine große Vielfalt an Gräsern. Ja, und im Sommer ist der Schatten unter den Bäumen und so. Das ist halt am idealsten. Für den Hof selbst hat Harbich einen Unterstand entwickelt, der dem natürlichen Verhalten der Rinder entspricht. Ja, die Stallform an sich ist praktisch sehr kompakt und die Tiere können sie in der Mitte zusammenziehen zum Ruhen. Es ist sehr tief der Stall, 30 Meter, und gefüttert wird außen rundherum. Und in der Mitte können sie sich alle gemeinsam in einer großen Herde, auch wenn sie durch Gitter getrennt sind, können sie sich zurückziehen. Und es gibt einfach über den jungen Mastrindern eine riesige Ruhe. Harbich schlachtet seine Tiere selbst auf dem Hof und hält so die Transportwege kurz. Die Produkte werden im eigenen Hofladen verkauft. Ich komme jeden Freitag her und decke mich da ein mit meinem Bedarf an Frischfleisch und sonstigen Sachen. Die Qualität taugt mir, weil es biologische Lebensmittel sind und weil ich weiß, wo das herkommt. Und das ist mir schon sehr wichtig. Ja.